Und wenn man heute schaut im Oberpinzgau von Grimmel bis hier am See, überall wird gebaut und überall Zweitwohnsitze, die Preise steigen in so Rente. Wir reden so von ca. 1 Million für dieses Apartment. Kein reiner Kaufpreis. Man muss sich auf die Füße stellen, dass das nicht so weitergeht, wie es bis jetzt gegangen ist. Es geht einfach nicht mehr. Mein Zugang ist, was den Berg betrifft, vorne nützen, hinten schützen. Also ich finde das wirklich als einen brutalen Ausverkauf der Heimat. Und das, was wir vorne haben, was wir nützen, müssen wir zum Teil noch ausbauen. Wir brauchen zum Teil die eine oder andere Liftanlage noch. Es muss alles verbaut werden, es müssen die letzten Ressourcen noch zerstört werden. Das ist für mich politisch, verwerflich und unmoralisch. Ob es rechtlich eine Konsequenz hat, das möchte ich nicht beurteilen. Ausverkauf der Heimat, das umschreibt vielleicht am besten, womit sich Nora Zoglauer in den vergangenen Jahren am Schauplatz hauptsächlich beschäftigt hat. Sie hat dokumentiert, wie die schönsten Gegenden Österreichs nach und nach verbaut werden. Zumeist für millionenteure Zweitwohnsitze von reichen Investoren, die dann ein paar Tage im Jahr dort sind. Sie war in Kärnten am Wörthersee, am Attersee in Oberösterreich, in Tirol, in Kitzbühel und am Passtouren in Salzburg. Die Begleiterscheinungen sind meist die gleichen. Raumordnung und Baurecht werden meist so ausgelegt, wie es den Investoren und deren spezialisierten Anwälten passt. Die Politik steht diesem Luxusimmobilienboom weitgehend ratlos gegenüber. Nach den Sendungen von Nora Zoglauer hat es zumeist eine gewisse Aufregung gegeben und sie hat für heute nachgefragt, was ihre Berichte bewirkt haben, und sie hat den Tipp bekommen, doch einmal in der Steiermark zu recherchieren. Im Bereich Schladming und Haus im Ennstal seien ehemalige Gemeindepolitiker durch Immobilienprojekte zu erstaunlichem Reichtum gekommen. Falls Ihnen ein paar Mindestabstände in der Reportage seltsam erscheinen, gedreht wurde zumeist vor den Corona-Maßnahmen. Dezember 2019. Wir sind im Salzburger Pinzgau. Es regnet. Schnee gibt es zu diesem Zeitpunkt kaum. Trotzdem ist das Skifahren auf der Schmitten in Zell am See möglich. Zumindest auf diesem schmalen Band. Durch die Skiindustrie ist diese Region sowie viele im Westen Österreichs zu Wohlstand gekommen. Rund um die Gondelbahnen wird gebaut. Apartments und Chalets. Nicht für die Einheimischen, sondern für vermögende Menschen aus dem Ausland. Neukirchen am Großvenediger. 62 Häuser umfasst das gerade fertiggestellte Projekt Nationalpark Chalets. Auch der Passtouren gleicht einer großen Baustelle. Ein Chaletdorf nach dem anderen entsteht hier. Piesendorf war von diesem Bauboom bislang verschont. Doch jetzt soll der Hochsonnberg mit 4 Liftanlagen und 23 Hektar Pistenfläche an das große Zeller Skigebiet angeschlossen werden. Einheimische erzählen uns, dass weiters eine Gondelbahn quer durch das Tal geplant ist, bis zum Kitzsteinhorn. Große Parkplätze, eine Beschneiungsanlage mit Speicherteich, Apartmentanlagen und Chalets vollenden den Plan. Vor 8 Jahren hätten die Bauarbeiten beginnen sollen. Seit dieser Zeit kämpft der Piesendorfer Bauer Toni Lackner mit seiner Frau Conny gegen dieses Projekt. Die Skipiste hätte über seine Almen führen sollen. Und das wollte er auf keinen Fall. Ausgleichszahlungen hat ihm der Vorstand der Schmitten angeboten. Toni Lackner wollte davon nichts wissen. Bis heute bin ich nicht umgefahren und ich werde in Zukunft nicht mehr umfahren. Weil die paar Jahre, was ich habe, das interessiert mich nicht mehr. Weil der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, das Geld für was gleich her und für einmal, oder? Das interessiert mich nicht. Das muss ja der nächste auch leben. Ich sicher, das ist der nächste hat auch das Problem, dass der Skilift da oben ist und dass die Leute überall durch sind, wo es nicht sein sollten. Also dir geht es wirklich primär, die Umwelt zu erhalten da oben? Die Umwelt zu erhalten, und weil wenn sowas kommt, dann haben wir jetzt eben auch die nächsten Generationen. Meine Buben und meine Enkel genauso. Im Ort hatte kaum jemand Verständnis für den Bauern. Er sei ein Verhinderer, würde den wirtschaftlichen Aufschwung der Gemeinde blockieren. Mancher Nachbar witterte schon das große Geschäft. Ich bin aber der, was sowieso der Einzige, was namhaft ist, oder du bist dagegen, heißt's, ja. Verstehst du das? Du bist das Gesicht des Widerstandes. Wahrscheinlich, ja. Und das ist nicht immer gut. Ja, lustig ist es nicht, aber wenn ich nicht was sage, das ist, kann man ja nicht andere Leute da und sagen, jetzt haben wir die im Fernsehen gesehen. Wenigstens mal einer weiß einmal, was dagegen sagt. Und Anfeindungen in der Gemeinde, gab es die? Ja, das ist ja nicht erträglich, die Anfeindungen. Weil ich habe meine Macht und ich kann es auch ausspielen.
Bei einer Skitour auf der Schmitten zeigen uns Tonis Frau Conny Lackner, der Bramberger Arzt Willi Schwarzenbacher und Winfried Herbst vom Naturschutzbund, wo die neuen Liftanlagen und Pisten hinkommen sollen. In diesem Gebiet leben vom Aussterben bedrohte Raufußhühner, wie der Auerhahn, sagt Conny Lackner. Es wird nie Rücksicht genommen und nie auf die Natur, weder auf die Bevölkerung noch auf uns, auf die Heimat, wo einer sagt, ich will das nicht, sondern es muss alles verbaut werden, es müssen die letzten Ressourcen noch zerstört werden. Naja, wir sind da in so einem Verzahnungsbereich, also der Wald lichtet sich immer weiter auf. Und das ist ja gerade für das Schutzgut Raufußhühner bedeutsam. Birkhühner, die ja offene Flächen und Wald benötigen. Wir sind in einem sehr kritischen, für die Natur sehr wertvollen Bereich, den wir da anschneiden. Und es ist ja nicht so, dass das eine Linie ist, sondern wir greifen damit ein völlig neues Gebiet an. Und das kann nicht immer so weitergehen, weil irgendwann einmal enden die Lebensräume, die für diese geschützten Tierarten bedeutsam sind. Ortswechsel Anfang März 2020. Wir haben den Tipp bekommen, uns einmal im steirischen Ennstal umzuschauen, wo es, Zitat, in einem Mail an uns ganz besondere Konstellationen gäbe, in die auch Gemeindefunktionäre verstrickt seien, und zwar an der Grenze zwischen Schladming und Haus im Ennstal. Konkret geht es um diese von der Bundesstraße abfallende Wiese. Diese Fläche von rund 11.000 Quadratmetern hat bis zum 30. Dezember 2015 dem ehemaligen Schladminger Bürgermeister Jürgen Winter gehört. Hier soll eine riesige Hotel- und Apartmentanlage errichtet werden, sagt uns der Anrainer Michael Pitzer. Können Sie mir zeigen, wo genau diese Apartmentanlage hinkommt? Also wie groß die circa ist? Ja, sie startet irgendwo da hinten mit dem ersten Haus. Und dann kommen da den Hang entlang, kommen 8 Apartmenthäuser. Also große Häuser, nicht wie unser Haus, sondern da sind an die 6-7 Apartments pro Haus drinnen. Und da hinterbei kommt noch das Hotel, also anstatt dem Haus, was jetzt da steht, mit 120 Betten ungefähr. Und gesamt hat das Ausmaß von gut 400 Betten, was man so mitkriegt. Die schöpfen da alles aus, oder? Ja, es kommen drunter, also es kommt da sowieso der ganze Hang weg, vermute ich mal, weil es sollen darunter noch 2 Stockwerke Tiefgaragenanlagen wären. Das heißt, die wollen den ganzen Hang abtragen? Da wird ziemlich alles weichen müssen. Ja, also bei der Bundesstraße hinten wird 17 Meter runtergehen oder soll 17 Meter runtergehen. Hoffen wir halt, dass das alles so stehen bleibt. Und so soll die Anlage einmal ausschauen. Dafür hat die Marktgemeinde Haus im Ennstal die Liegenschaften von ursprünglich Freiland in Aufschließungsgebiet Wohnen umgewidmet. Dem früheren Eigentümer dieser schrägen Wiese, dem ehemaligen Bürgermeister von Schladming, Jürgen Winter, hat EP Bauträger GmbH dafür 2 Millionen Euro gezahlt. Und weil sein Elternhaus hier links im Bild auch gut ins Projekt gepasst hat, hat ihm der Bauträger das auch gleich um 1,5 Millionen Euro abgekauft. Schauen Sie, ich war ja in der Flächenwidmungsplanverhandlung natürlicherweise auch mit den Nachbarn gemeinsam in der Gemeinde Haus als Grundbesitzer. Und ich habe ihnen das auch versucht zu erklären. Und ich bin überzeugt davon, dass es eine sehr gute Lösung ist. Und ich bin überzeugt davon, dass auch die Nachbarn sehr gut leben können. Warum? Weil ein Hotel ein sehr ruhiger und sehr angenehmer Nachbar ist. Die Nachbarn sind nicht wirklich überzeugt, dass sich ihre Lebensqualität in Zukunft verbessern wird. Wie hoch die Bebauungsdichte auf der Wiese hinter ihren Häusern sein darf, steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass Ex-Bürgermeister Winter für den Fall einer Erhöhung der Bebauungsdichte vertraglich auch schon vorgesorgt hat. Rechtsanwalt Moritz Pott, gleichzeitig Vizeobmann der unabhängigen Bürgerliste Liste Schladming Neu, sieht die Vorgänge kritisch. Was schon moralisch für mich wirklich verwerflich ist, ist der Punkt und der Umstand, dass man noch einen Nachtrag zu diesem Kaufvertrag vom 30.12.2015 gemacht hat, wo festgehalten ist, dass dann, wenn die Bebauungsdichte erhöht wird, pro Zehntelpunkt Erhöhung die Familie Winter noch einmal 250.000 Euro kriegt. Und es gab ja dann noch eine Nachtragsänderung. Ja. Warum hat es die gegeben? Warum hat es die gegeben? Weil der Grundbuchstand mit der tatsächlichen Vermessung nicht übereingestimmt hat. Und wir dann gesagt haben, meine Frau und ich, sollte in der Widmungsverhandlung noch einmal eine andere Bebauungsdichte erreicht werden, dann ist entsprechend auch eine Nachzahlung notwendig. Jetzt muss man wissen, das ist durchaus möglich, so eine Bebauungsdichteerhöhung durchzusetzen. Und das erschreckt mich förmlich, dass man sowas macht. Und
Das kann man im Grundbuch sich holen, diese Urkunde. Das heißt, die ist allgemein zugänglich. Und da sieht man schon, mit welchen Mitteln und mit welchen Geldern hier im Hintergrund gearbeitet wird. Das ist für mich politisch, verwerflich und unmoralisch. Ob es rechtlich eine Konsequenz hat, das möchte ich nicht beurteilen. Jetzt, wenn man sich dieses Grundstück anschaut, das hat jetzt nicht die beste Lage, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Da haben Sie einen relativ guten Preis dafür bekommen. Ich sage mal so, es ist ja momentan so, es ist nicht nur das Wintergrundstück, sondern es ist ja auch so, dass geschrien wird, Ausverkauf der Heimat, stoppt den Ausverkauf der Heimat. Was ist ein Ausverkauf, wenn wir beide in das Geschäft gehen, um mit wenig Geld viel zu bekommen? Und bei uns in Schladming kriegt man halt mit sehr, sehr viel Geld wenig. Aber Sie haben da einen ganz guten Deal gemacht. Es ist immer so, ein Geschäft ist ein Geschäft. Jänner 2020, zurück in Piesendorf. Winfried Herbst hat eine erfreuliche Nachricht für Conny Lackner. Der Verwaltungsgerichtshof hat dem Projekt Schmittenerweiterung nach Piesendorf eine Absage erteilt. Wegen grober Mängel im Umweltverträglichkeitsverfahren ist kein öffentliches Interesse gegeben. Sie haben uns da einen ungeheuren Dienst erwiesen, mit Ihrer Hartnäckigkeit, mit der Sie dieses Thema angegangen sind. Und ich finde das auch aus demokratiepolitischer Sicht irrsinnig wichtig. Mhm. Das haben wir schon einmal gesagt. Dass Leute, dass Menschen aus der Region den Mut haben, zu sagen, nein. Ja, damals. Weil wir hören ja immer wieder, zuletzt vom Bürgermeister Viertler aus Mittersil, im Zusammenhang mit dem Projekt am Pasturen, wir hören immer wieder, die Staudinger, und damit fasst er alles zusammen, was er nicht will, die Staudinger, die sollen sich um die Stadt kümmern. Hier sind wir zu Hause und hier gestalten wir. Wie ist die Resonanz jetzt in der Bevölkerung? Ja, Gott sei Dank, die Leute sind jetzt hinter uns und unterstützen uns. Jetzt sagen viele, auch aus der Gemeinde, gut, dass ihr gekämpft habt, gut, dass ihr standhaft geblieben seid. Und sie unterstützen uns. Und es hat ein Umdenken stattgefunden, würde ich sagen. Seit Dezember 2010 läuft das Umweltverträglichkeitsverfahren für das große Liftprojekt in Piesendorf. Dass jetzt vom Höchstgericht das öffentliche Interesse aufgehoben wurde, ist ein herber Rückschlag für die Schmitten AG. Die Kosten für das Gesamtprojekt werden auf rund 90 Millionen Euro geschätzt. Der Vorstand Erich Egger will sich noch nicht geschlagen geben. Herr Egger, der Verwaltungsgerichtshof hat dem Projekt Erweiterung der Schmitten jetzt eine Absage erteilt. Wie stehen Sie dazu? Nun, grundsätzlich ist es so, dass Richter dazu da sind, dass sie Recht sprechen. Dieser Spruch ist zu akzeptieren. Wenn wir aber Fehler gemacht haben bei der Einreichung oder bei den Ausführungen, auch bei den Gutachten, dann werden wir das korrigieren. Denn das Projekt ist wichtig für die Entwicklung der Region. Es ist wichtig, um einen zeitgemäßen Tourismus hier bei uns auch bieten zu können. Und das ist der Grund, warum wir dieses Projekt auch weiterverfolgen werden. Aber da waren ja auch wirklich Wildtierbiologen, die gesagt haben, da oben ist ein Gebiet vom Aussterben bedrohten Auerhahn zum Beispiel. Das sehen Sie nicht als problematisch, wenn man da sozusagen einen Pistenkilometer nach dem anderen schafft? Wir haben dieses Gebiet, ist im Rahmen dieses Verfahrens sehr genau angeschaut worden. Wir bieten 200 Hektar Ausgleichsfläche für die Raufußhühnerarten. Das heißt, dass man die umsiedelt? Die siedeln sich selber um. Denn wenn man diese 200 Hektar Wald, die jetzt da drum Nutzwald sind, entsprechend aufbereitet, dann haben die Raufußhühnerarten dort ein sehr, sehr gutes Biotop. Sie können sich dort sehr gut entwickeln. Da gibt es ja auch andere Beispiele, auch hier bei uns, wo man gesehen hat, dass das sehr gut funktioniert. Und 200 Hektar Ausgleichsfläche ist ein sehr hohes Verhältnis. Und ich denke mal, hier können wir ruhigen Gewissens die wenigen Flächen in Anspruch nehmen für das, was wir zur Verfügung stellen. Wir treffen die Wildbiologin Veronika Grünschachner-Berger. Sie ist Expertin für Raufußhühner, zu denen auch die Auerhühner zählen. Dass sich Auerhühner von selbst umsiedeln, sei nicht realistisch. Auerhühner, das sind die, die im Wald wohnen, die sind auch nicht einfach so umzusiedeln. Da braucht man einen Wald mit einer ganz tollen alten Struktur, mit alten Altholzern, alten Bäumen, wo Licht aber auch dazwischen bis auf den Boden kommt, so wie da, dass ein paar Heidelbeeren dazwischen auch schon wachsen können, dass man am Boden irgendwie was Fressbares findet. Und die kann man aber noch nicht so umsiedeln, sondern muss einen alten Wald sozusagen auch richtig herrichten oder einen neuen langsam hineinwachsen lassen. Nur das dauert halt Jahre, Jahrzehnte, bis das wirklich wieder passend ist. Also es ist auch limitiert sozusagen von den Geländeformen. Man kann nicht einfach einen neuen Berg irgendwo hinbauen und dann sagen, dort bleibst du, weil Berge sind halt schwer versetzbar.
Und da sieht's, da in der Richtung gibt es sehr viele Limits, wo man einfach nicht wirklich alles einfach eins zu eins verpflanzen kann. Der Pastorn im Pinzgau. Hier entsteht aktuell ein Großprojekt nach dem anderen. Aber wie ist das möglich? Waren das hier größtenteils doch landwirtschaftliche Flächen, die laut Grundverkehrsgesetz nur Bauern erwerben dürfen? In der Region Pinzgau hat laut unseren Informationen allein ein lokaler Bauunternehmer in den letzten Jahren 500 Hektar Agrarfläche erworben, um dort zu bauen. Der zuständige Landesrat schreibt uns, dass es noch gezieltere Festlegungen im Gesetz braucht, an denen gerade gearbeitet wird, mit dem Ziel, landwirtschaftliche Flächen für die heimische Landwirtschaft zu sichern. Mit dem Bau der Gondelbahn 2005, die den Pastorn mit dem Kitzbüheler Skigebiet verbindet, hat der Bauboom hier oben begonnen. Der Verkauf von Apartments sollte die Bahn mitfinanzieren. An der Grenze zu einem geschützten Hochmoor entsteht aktuell ein ganzes alpines Luxusdorf. Six Senses Kitzbühel Alps. Im Internet wird es als Heiligtum angepriesen, als Ort, wo wilde Orchideen blühen. Ein Platz wie kein anderer. Ein Auto wie kein anderes. Gestalten die Zukunft zusammen. Beim Kauf eines Chalets bekommt man gratis einen Elektro-Porsche dazu. Der Preis der Chalets startet bei 5,5 Millionen Euro. Und am Schluss steht die Kunst des nachhaltigen Lebens. 2021 soll das Luxus-Alpindorf bezugsfertig sein. Gleich daneben entsteht das nächste Chaletdorf. Auf diesem abfallenden Hang sollen 11 Häuser errichtet werden. In der Gemeinde Hollersbach gab es in letzter Zeit viele Umwidmungen. Weil er Baugenehmigungen erteilte, obwohl es keine entsprechende Flächenwidmung gab, wurde Bürgermeister Günter Steiner wegen Amtsmissbrauchs zu einer Geldstrafe von 12.600 Euro verurteilt. Unter anderem ging es um ein Zweitwohnsitzprojekt. Aber warum wird jetzt schon wieder eine weitere Chaletsiedlung genehmigt? Naja, zu dem Zeitpunkt, wo diese Fläche gewidmet worden ist, das war im Jahre 98, 99, hat es den Begriff Chalet hier bei uns in den Breitengraden noch nicht gegeben. Faktum ist, diese Fläche ist 98, 99 gewidmet worden. Seitdem gibt es einen Rechtsanspruch, der von den Anrainern im Prinzip auch bekämpft worden ist. Es ist ja der damalige Flächenwidmungsplan bekämpft worden und vom österreichischen Verfassungsgerichtshof heuer im Juni bestätigt worden. Wie stehen Sie dazu? Sie sind vorgestern verurteilt worden. Amtsmissbrauch stand im Raum. Sie müssen eine relativ hohe Geldsumme zahlen. Finden Sie das ungerecht oder hat das eine Berechtigung gehabt? Naja, es ist so, in den beiden angesprochenen Fällen habe ich eine Jungfamilie unterstützt mit dringendem Wohnbedarf. Ich habe das Ausmaß dieser Befugnisüberschreitung, so wie ich es gesehen habe, in dieser Form nicht gesehen. Wenn die österreichische Rechtsprechung so ist, ja, dann kann ich es zur Kenntnis nehmen, auch wenn ich natürlich etwas bedrückt bin, das gebe ich ganz offen zu. Ist es manchmal schwierig, Bürgermeister zu sein? Ja, weil man natürlich ständig auf der einen Seite das Recht hat und auf der anderen Seite, also im Kleinen war ja das nichts anderes, als wir jetzt im Großen ist. Man hat auf der einen Seite das Recht, an das man sich halten muss, und man hat die Wünsche der Bevölkerung, so wie auch in diesem Fall mit dem Thema Zweitwohnsitze, wo dann, sage ich mal, der Landtag auch gefordert ist, die entsprechenden Gesetze zu schaffen, dass die neuen Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung dann ganz einfach rechtlich so abgebildet sind, dass wir auch umgehen können damit. Am Pastorn kurz vor Weihnachten 2019. Ein paar Einheimische treffen sich neben der Baustelle des geplanten Luxusresorts. Mit einem Laternenmarsch und einem Sonnwendfeuer wollen sie ein Zeichen gegen die Verbauung ihrer Heimat setzen. Karin Dollinger ist aus Salzburg angereist. Die Umweltsprecherin der SPÖ sagt, dass nirgendwo in Salzburg so viel gebaut werde wie im Pinzgau. Mir geht es darum, dass etwas öffentlich gemacht wird. Wir haben hier das räumliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Mittersil. Und wie man sieht, gibt es da mehrere so zentrale Punkte, die sind rosarot eingefärbt, wo noch weitere Projekte touristische entstehen sollen. Überall, wo hier die rosa Farbe im Hintergrund ist, sind weitere Punkte geplant. Zum Beispiel hier konkret beim Klausnerhof sollen über 3 Hektar umgewidmet werden und auch mit Chalets, Apartments oder sonstigen verbaut werden. Und diese Projekte, die finden nicht wirklich transparent statt. Die Bevölkerung bekommt es immer erst dann mit, wenn die Baukräne auffahren oder Bäume gerodet werden. Und wenn man die ganze touristische Entwicklung anschaut, wo wir ja Aussagen haben, vor 250 Menschen bei der Veranstaltung in Mittersil, dass also laut Bürgermeister Viertler nichts mehr geplant ist am Pastorn,
tun, dann ist es schon erschreckend, wenn man sich diesen Plan anschaut, weil dann kann man damit rechnen, dass hier noch 8 bis 10 Projekte kommen. Mittlerweile sollen es sogar 20 Projekte sein, die hier entstehen. Walter Reifmüller war viele Jahre Bürgermeister von Mittersill. Ihn ärgert, dass die Projektentwickler vom unbezahlbaren Kitzbühel jetzt über den Pasturn nach Mittersill ausweichen. Und wenn man heute schaut, im Oberpinzgau von Grimmel bis Sill am See, überall wird gebaut und überall Zweitwohnsitze, die Preise steigen ins Horrende. Einheimische können bald niemand bauen. Die Bürgermeister, mit denen man so spricht hier in der Gegend, die sagen immer, wir können nichts machen. Ah, das ist ja nicht wahr. Warum haben wir das damals nicht zulassen? Wenn die Gemeindevertretung sich einig ist und nicht widmet, da brauche ich nichts dazu. Das liegt rein in der Gemeinde. Wenn wir sagen, wir wollen das nicht, dann gebe ich keine Zustimmung und dann ist das Thema vom Tisch. Ich sage, wenn ich mich da engagiere, dann deshalb, weil ich habe jetzt einen Urenkel. Und wir kennen, mich betrifft das nicht mehr, aber wir müssen die Stimme erheben und sagen, bitte schön, bremst das Ganze ein. So kann es nicht weitergehen. Nein, nur die Karawane zieht weiter. Ja. Also wir haben das selber jetzt im ganzen Pinzgau, wir haben es in den Bonga, wir kriegen es jetzt im Lungau, teilweise mit Baurechten der Bundesforste. Also im Endeffekt überall, wo es attraktiv ist und wir haben halt ein sicheres Eigentumsrecht, siedeln sich jene Leute an, die halt viel Geld haben, weil sie offensichtlich woanders nicht glücklich anlegen können. Das 24 bei Avenida in Capron. Die holländische Firma Avenida war eine der ersten, die in Österreich mit dem Konzept Investorenmodelle oder Buy to Let, also kaufe um zu vermieten, im Luxusbereich begann. Das Geschäft könnte nicht besser laufen, sagt uns der Hotelmanager Christoph Mazur. Wir bekommen eine Führung. Sagen Sie, was genau zeigen Sie uns jetzt für ein Apartment? Ein Penthouse im 24 in Capron mit 3 Schlafzimmern. Sagen Sie Größe dieses Penthouses? Etwas über 100 Quadratmeter. Okay, und Kostenpunkt, was haben die gezahlt, die Käufer? Wir reden so von ca. 1 Million für diese Apartmentgröße. Reiner Kauf, kein reiner Kaufpreis. Das ist ordentlich. Ist ordentlich, ja, aber gut investiert. Sie sprechen schon von der Investition. Mhm. Wie genau funktioniert das, dieses Modell, dieses Investitionsmodell? Wir finanzieren unsere Häuser über Investoren, über Einzelinvestoren, Privatpersonen als auch Firmen, die unsere Einheiten kaufen und uns für die Vermietung übergeben. Und die Eigentümer erhalten aus den Umsätzen oder aus dem EBIT ihren Profit Share, das ist dann die Rendite im Jahr, die sie ausgezahlt bekommen von der Vermietung. Ist das ein gutes Geschäft? Das ist ein sehr gutes Geschäft. Es ist, wir reden über die Renditen von 3 bis 4% garantiert für die Eigentümer. Und sie können natürlich auch teilweise ihr Apartment selber nutzen im Jahr. Wie oft darf man denn so ein Apartment selber nutzen im Jahr? Das Apartment ist festgeregelt im Vertrag, der besteht zwischen uns und dem Eigentümer, dem Investor. Es sind 2 Wochen im Jahr in der Nebensaison. In dieser Zeit zahlt er nichts für die Übernachtung, aber er zahlt sehr wohl eine Endreinigungsgebühr, ein Wäschepaket und ganz wichtig die Ortstaxe. Also auch wenn der Eigentümer da ist, der Investor, wird er angemeldet bei der Gemeinde und es wird Ortstaxe abgeführt. Somit läuft das Ganze unter touristischer Nutzung und nicht als Zweitwohnsitz. Denn diese dürfte es laut Gesetz hier gar nicht mehr geben. Mitten im Wohngebiet sind so in den letzten Jahren in Capron und Zell am See unzählige Investorenmodelle gebaut worden. Immer nach dem gleichen Konzept. Ein Unternehmen errichtet ein Hotel, parifiziert es, sodass jede einzelne Wohneinheit im Grundbuch einen eigenen Eigentümer haben kann und verkauft die Einheiten anschließend einzeln an Investoren. Über Betreiberfirmen müssen dann die Wohnungen an Touristen vermietet werden. Vertraglich sind diese Verträge auf 10 bis 15 Jahre festgesetzt. Nach Ablaufen dieser Verträge werden all diese Apartments zu Zweitwohnsitzen.
Viel zu lange hat die Landesregierung hier nichts unternommen, sagt uns der Zeller Bürgermeister Andreas Wiemreuter. Aber seit 01.01.2020 gibt es wenigstens eine Kennzeichnungspflicht für solche Projekte. Wir haben im Internet so ein ganz exklusives neues Projekt gefunden. Tauernlodges Thomasbach, kosten 1,65 Millionen Euro. Kennen Sie dieses Projekt? Ich kenne dieses Projekt nicht, aber das geht immer nach dem gleichen Schema. Die Investoren, bevor sie den Grund erwerben, stellen sie das ins Internet und schauen, wie sie das verwerten können. Bevor also, da überhaupt noch irgendeine Baubesprechung war, noch irgendeine Widmung, irgendwas? Bevor eine Baubesprechung gewesen ist, das ist auch oft so, auch noch bevor überhaupt der Investor oder der Projektentwickler im Besitz des Grundstückes ist. Das läuft eigentlich fast immer nach dem gleichen Schema ab. Zuerst wird das beworben, dann wird geschaut, wie viele Apartments kann ich verkaufen, zu welchem Preis kann ich es verkaufen. Und das hatte dann den Effekt, dass sich das dann natürlich auch auf den Grundstückspreis wieder niederschlägt und natürlich auch wieder negativ für die einheimische Bevölkerung, weil auch die anderen Grundstücke natürlich dann auch die Grundstückspreise dann auch wieder nachziehen. Aber so ein Projekt, so wie es jetzt da angepriesen wird, das werden Sie nicht zulassen? Ja, auf keinen Fall gibt es eine ganz klare Aussage von mir und auch vom Gemeinderat, dass wir diese Art der touristischen Nutzung in Zell am See auf keinen Fall mehr genehmigen werden. Zurück in Schladming. Seit der alpinen Ski-WM 2013 erlebt der Ort einen regelrechten Boom bei Investoren. Auch hier dasselbe Bild. Überall, wo es Liftanlagen gibt, findet man in der Nähe Apartmentbauten und Chalets. In der Bevölkerung regt sich mittlerweile Widerstand gegen diese Immobilienspekulation. Erst unlängst wurde der für viele Enstaler Gemeinde tätige Raumplaner abberufen. Die unabhängige Bürgerliste Schladming-Neu warf ihm vor, gemeinsame Sache mit privaten Investoren zu machen. Dass die weltlichen Probleme groß sind, wird mittlerweile auch in den Kirchen von Schladming wahrgenommen. Wir treffen den katholischen und den evangelischen Pfarrer. Die Stimmung in der Region ist angespannt. Die Leute machen sich Sorgen. Sie fragen sich, wie es weitergeht, wie der Grundverkehr zu regeln ist und ob die Gesetze eingehalten werden, wer da mit wem sich abspricht. Das ist schon immer wieder auch eine Sorge der Menschen, dass wenige sich vielleicht richten könnten und dass schlicht und einfach auch Gesetze nicht wirklich immer eingehalten werden. Ist es so? Naja, das muss man vorsichtig beurteilen. Aber die Frage taucht eben auf. Und allein, dass die Frage auftaucht, ist schon ein Zeichen dafür, dass das Vertrauen gestört ist und dass die Dinge nicht gut laufen. Was macht denn das hier mit Schladming zum Beispiel? Hat das schon irgendwas gemacht mit der Gesellschaft hier? Also es gibt schon Zuzugsbewegungen Richtung Haus, weil Einheimische in Schladming einfach die Grundpreise nicht mehr bezahlen können, um ein Haus zu bauen. Ja, ich bin selbst in 2 Jahren in Pension und habe mich einmal umgeschaut, was leistbarer Wohnraum hier kostet. Und ich muss sagen, das wird schwierig, selbst wenn ich selbst mich umschaue und versuche, irgendwo fündig zu werden mit etwas, was Einheimische sich leisten können. Wir treffen die Hauserin Alexandra Gföller. Als in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft die Baubewilligung für dieses riesige Chaletdorf erteilt wurde, gründete sie eine Bürgerinitiative. Bei einer Autofahrt zeigt sie uns, was sonst noch alles im Haus entsteht. Dann haben wir gesagt, so, und wir wollen jetzt nicht nur immer was dagegen sagen und irgendwo daheim vielleicht hinter verschlossenen Türen, sondern wir wollen einmal wirklich nach außen gehen und auch wirklich konstruktiv was dazu beitragen, dass wir das vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch ändern können. Das hat aber mit Verhindern an sich nichts zu tun, sondern wir wollen einfach eine andere touristische Entwicklung, die für uns alle mehr tragbar ist. Das heißt, Sie werden ein bisschen als Verhinderer hingestellt? Schon. Also am Anfang auf alle Fälle. Im Hauser Ortsteil Weißenbach entsteht das nächste Chaletdorf. Bei diesen ganzen Projekten, da stand niemals im Raum, dass das irgendwie für Einheimische ist, oder? Also bei dem nicht. Da ist das ganz klar definiert. Das ist für touristische Nutzungen. Kann man sagen, wie viele solcher Projekte aktuell in der Pipeline sind?
Also so in der gesamten Kleinregion, weil wir sehen uns ja also nicht nur jetzt in der Gemeinde Haus, sondern wir sind ja in der Kleinregion unterwegs, wird momentan gesprochen von ca. 25 Projekten mit fast 4000 neuen Betten, die gebaut werden sollen. Und da muss jetzt ich... Jetzt noch? Jetzt noch, die eigentlich jetzt in Planung sind. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob es das überhaupt auf unseren vier Skibergen noch aushält. Weil eigentlich muss man sagen, in Spitzenzeiten wie zu Weihnachten sind wir ja eigentlich eh schon an der Grenze. Also ich weiß, werden andere vielleicht anders sehen, aber aus unserer Sicht sind wir in der Weihnachtszeit heuer total an der Grenze gewesen. Also da, wo jetzt der Kran ist, ist das nächste Bauprojekt? Genau. Das war ein Gasthaus, das war das einzige Gasthaus mehr oder weniger in Weißenbach. Und das wird jetzt alles neu aufgebaut. Und was ich weiß jetzt, werden das Wohnungen. Aber nicht für Einheimische. Geworben wird mit Wohnen im Dorf als Hauptwohnsitz oder Anlageapartment. Mit dem Zusatz, keine Zweitwohnsitznutzung möglich. Weil auch alle Gemeinden hier im Ennstal sogenannte Vorbehaltsgemeinden sind, dürfen im Wohngebiet keine Zweitwohnsitze mehr entstehen. So kommt auch hier überall das Buy-to-Let-Modell zur Anwendung. Immobilien kaufen, um sie dann gewinnbringend touristisch vermieten zu lassen. In den letzten Jahren sind in Haus hunderte solcher Betten entstanden. Bald stehen Gemeinderatswahlen an. Der ÖVP-Bürgermeister und Versicherungskaufmann Gerhard Schütter ist seit 10 Jahren im Amt. Er sieht seine Chancen gut, wiedergewählt zu werden. Herr Schütter, wird es in Zukunft in Ihrer Gemeinde noch weitere sogenannte Investorenmodelle, Projekte geben? Schauen Sie, wir haben vor ungefähr 10 Jahren uns zum Ziel gesetzt, ca. 600, 700 Betten erweitern in der Gemeinde, weil wir einfach sagen, wir brauchen die Infrastruktur, die wir haben. Und die müssen wir uns weiterhin leisten können und die müssen wir auch zum Teil ausbauen. Mein Zugang ist, was den Berg betrifft, vorne nützen, hinten schützen. Und das, was wir vorne haben, was wir nützen, müssen wir zum Teil noch ausbauen. Wir brauchen zum Teil die eine oder andere Liftanlage noch und die müssen wir uns auch leisten können. Und dazu brauchen wir einige Betten. Das war für uns ganz klar und wir haben in den letzten 10 Jahren jetzt es geschafft, ca. 700 Betten bis Jahresende heuer neu zu gestalten im Bereich der 4 Sterne. Aber Investorenmodell, dort sind wir fertig, brauchen wir nicht mehr. Wir erfahren, dass Bürgermeister Schütter das Investorenmodell hier in Haus salonfähig gemacht hat. Auf das Alpine Living hier auf der linken Seite gehen wir später noch genauer ein. Sagen Sie, hat man mit Nachteilen zu kämpfen, wenn man sich öffentlich kritisch äußert? Ja, absolut. Also wir haben das selbst miterlebt, weil wir haben einen offenen Brief an die Landesregierung geschickt und sie darum gebeten bzw. aufgefordert, gesetzliche Regelungen zu schaffen, damit eben so große Projekte in allgemeinen Wohngebieten nicht so leicht ermöglicht werden können. Wir sind ja so eine kleine Region, dass eigentlich jeder jeden kennt, mehr oder weniger im Normalfall. Und das dann schon sehr persönlich geworden ist, mit Anfeindungen und so, dass ich sagen muss, eigentlich für mich nicht tragbar ist. Wir sind auf dem Weg zu Brigitte Moosbrugger. Die Landwirtin hat 3 Söhne, die alle gerne am elterlichen Grund gebaut hätten. Aber diesem Vorhaben wurde von Bürgermeister Schütter eine Absage erteilt. Der Grund? Vermeidung einer Zersiedelung. Ihr Haus befindet sich übrigens gegenüber des großen Chaletdorfs. Ganz lange Zeit lang habe ich jeden Tag, wenn ich die Küche betreten habe, in der Früh einfach nur Magenweh gehabt. Weil es mich so geärgert hat. Fürchterlich geärgert hat. Jeden Tag wieder aufs Neue. Das ist einfach mein erster Blick. In der Früh, wenn ich in die Küche reinkomme, dann habe ich den Blick da auf das Dorf da um mich. Jeden Tag. Und Sie wollten für Ihre Söhne hier eine Umwidmung haben und das war nicht möglich? Nein, wir haben das mit dem Flächenwidmungsplan eingereicht und dann hat es geheißen, das dauert 10 Jahre, nachdem der erste Sohn schon bauen wollte. Und jetzt sind die 10 Jahre fast vorbei und das hat dann geheißen, wir werden nie da bauen können, weil das einfach in die Landschaft nicht reinpasst. Das darf ein Auszugshaus werden, aber nicht weitere Häuser. Und nachdem wir ja 3 Kinder haben, wollten wir eigentlich das aufteilen irgendwie. Und ja, es schaut aus, als wenn es nicht möglich ist. Ich habe da sogar die Raumordnungsbehörde auf dem Tisch gehabt mit den Personen,
beziehungsweise mit dem Landwirten, die haben mir ganz genau erklärt, dass eben im Raumordnungsgesetz kein Platz für eine solche Widmung in dem Bereich ist. Das ist einfach Landwirtschaft und es ist Vorbehaltsfläche. Wir wissen, es gibt ja nicht nur die Raumordnung der Gemeinde, es gibt ja die übergeordnete Raumordnung vom Bezirk und vom Land. Und wir würden denen gerne helfen als Gemeinde. Aber was gesetzlich einfach nicht möglich ist, kann ich nicht als Gemeinde machen. Ich kann nicht das Landesgesetz oder das Raumordnungsgesetz überrollen. Das geht nicht. Wir wollten ja eigentlich nur unseren Kindern was ermöglichen. Nicht? Es ist ja dann kein Wunder, wenn die irgendwo anders hingehen und sich einen Grund kaufen, ein Haus, eine Wohnung oder sonst irgendwas. Und dann sind sie nicht mehr in der Gemeinde. Und dann haben wir sie auch nicht mehr da. Das ist ja schlimm. Und es geht ja nicht nur uns so, das ist ja rundherum. Das sind ja nicht nur wir, das sind ja viele andere. Denen es auch so geht? Ja, selbstverständlich. Gar nicht weit weg von uns, genauso. Das ist, oder in der Ramsau, überall. Das Problem gibt es überall. Auf das Bergressorthauser Kaibling ist der Bürgermeister sehr stolz. 36 Premium-Chalets und 30 Suiten in direkter Lage an der Piste umfasst das 51-Millionen-Euro-Projekt, das übrigens in einer braunen Zone, also Rutschgebiet, errichtet wurde. Alles wurde genau geprüft, sagt der Bürgermeister. Bei diesem Chaletdorf spricht man, beziehungsweise haben wir nachgewiesen, in etwa 7,5 Millionen im Jahr an Wertschöpfung für die Region. 7,5 Millionen. Und aus was resultiert das? Aus der Vermietung, zum anderen Umsatz der Bergbahnen, Umsatz bei der Skischule, Umsatz natürlich beim Skiverleih, Umsatz in allen Restaurants, in den Skihütten natürlich und auch Umsatz in unseren Lebensmittelgeschäften. Vom Bauboom in der Gegend soll auch der Bürgermeister selbst profitiert haben. Dort, wo jetzt die Alpine Living Apartments stehen, war einst ein Kloster der Schulschwestern des Franziskanerordens Graz. Das hat Herr Schütter, damals Vizebürgermeister, im Jahr 2006 um 415.000 Euro erworben. 2011 verkaufte er das Grundstück um 630.000 Euro an die Alpine Active Living GmbH, bei der er 50% Gesellschafter war. Die hat diese Anlage mit 54 Apartments errichtet und fast ausschließlich an Erwerber verkauft, die unterschrieben haben, dass sie ihre Wohnung nicht als Zweitwohnsitze nutzen werden. Sie haben die Erklärung des § 17 Grundverkehrsgesetz unterschrieben, die diese Verpflichtung normiert. Das gibt es ja nicht, dass Menschen etwas wirklich unterschreiben, was dann ganz einfach nicht eingehalten wird. Und wir haben auch einen Beleg, dass Sie dort auch eine Wohnung gekauft haben und die auch an jemanden weiterverkauft haben, der das unterschrieben hat, aber dort keinen Hauptwohnsitz begründet hat. Ja, schauen Sie, es gibt das Raumordnungsgesetz. Und das lässt es zu. Das Raumordnungsgesetz lässt es nicht zu. Es gibt das Grundverkehrsgesetz, das lässt es auch nicht zu. Aber es gibt das Meldegesetz. Und das Meldegesetz ist das einzige von diesen dreien, was ein Bundesgesetz ist. Und ich kann mit Landesgesetzen kein Bundesgesetz overrollen. Aber als Bürgermeister müsste das doch in Ihrem Interesse gewesen sein, dass man das an jemanden verkauft, der dort zumindest einen Hauptwohnsitz gründet. Ja. Wir haben viele solche Bereiche und Alpine Living ist auch ein Bereich, wo es eben Nebenwohnsitze gibt. Mhm. Also Sie sehen das nicht so als problematisch an? Nein, ich sehe es deshalb nicht problematisch, weil wir mit unseren etwas mehr als 50 nicht im Ferienwohnungsgebiet liegenden Bereichen, dass wir da überhaupt kein großes Problem in der Gesamtheit haben. Dann frage ich mich, warum braucht man diese § 17 Erklärung überhaupt? Die ist ja dann eigentlich die § 17 Erklärung ist von meiner Seite her gefordert, dass sie abgeändert wird. Weil die § 17 Erklärung ist momentan ein absolut zahnloses Instrument. Warum zahnlos? Man könnte es ja exekutieren. Wenn ich hergehe und einem Wohnungskäufer, der die § 17 Erklärung unterschrieben hat, wenn der die einen Nebenwohnsitz meldet und ich sage, das darfst du nicht, dann geht er her und sagt, okay, dann melde ich mich ab und dann ist die Sache bereinigt. Vielen Einheimischen reicht es. Den Worten der Bürgermeister schenken sie keinen Glauben mehr. Wenn über Bauvorhaben in Gemeinderatssitzungen abgestimmt wird, erscheinen wie unlängst im Haus über 100 Menschen. Ja, heute haben wir da einen Zampel.
Es ist wirklich sehr viel schiefgegangen und wenn man sich eben junge Menschen anhört, es gibt keine Möglichkeit mehr, wenn man wirklich zu leistbarem Wohnraum kommt. Und ich sehe das einfach sehr problematisch für die Zukunft, dass unser ganzes soziales Gefüge eigentlich zerbricht, wenn junge Menschen weggängen und das ist ein Generationenproblem für alle. Und man muss sich auf die Füße stellen, dass das nicht so weitergeht, wie es bis jetzt gegangen ist. Es geht einfach nicht mehr. Und auf die Einheimischen wird überhaupt nicht gelost oder gehört. Und das stört uns halt alle. Und wenn es so weitergeht, ich schlage mir irgendwann eine tote Stadt. Nur mehr Zweitwohnsitze. Die Einheimischen können sich die Mieten, das Kaufen nicht mehr leisten, also wird abgewandert. Immer mehr Menschen schließen sich der Bürgerinitiative von Alexandra Gföller an. Das war nicht immer so. Sehr oft sorgt das private Engagement für Nachteile. Der Ruf, ein Querulant zu sein, ist rasch erworben, erzählt uns Peter Pilz, ehemaliger Bürgermeister von Rohrmoos-Untertal. Und das ist für manche etablierte Amtsträger manchmal fast wie eine Bedrohung und die reden dann einzelne Leute auch an. Du überlegst das und das kann für einen Beruf oder für eine berufliche Ausübung Nachteile haben. Und wirklich? Ja, das gibt's. Und da haben wir die Alex, die ist wirklich standfest, aber die zwei anderen haben sich schon zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Die würden kaum jetzt noch auftreten, obwohl es dazu stehen. Aber die fürchten einfach Konsequenzen. Und wenn man es hart sagt, muss man wirklich sagen, die werden teilweise bedroht. Die Ramsau am Dachstein erlebte bei den Gemeinderatswahlen 2015 eine Trendwende. Mit großer Mehrheit wurde der unabhängige Ernst Fischbacher zum Bürgermeister gewählt. Er versprach die Entpolitisierung des Gemeinderats und einen Stopp der Verbauung durch Investoren. Solche Projekte wie hier bringen der Gemeinde nichts, sagt Fischbacher. Aber grundsätzlich weiß man schon aus den Plänen, was da in etwa entstehen wird und entstehen kann. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, nachher weiß man, dass das Anlegerprojekte sind und dass das Spekulationsobjekte sind. Und gegen die sind wir absolut. Und da haben wir auch schon einiges in die Wege geleitet. Sagen Sie, es wird immer von der Wertschöpfung für die Gemeinde gesprochen bei dieser Form von Anlageprojekten. Würden Sie das unterzeichnen? Stimmt das? Grundsätzlich, gegen ein Hotel hat keiner was. Da gibt es Mitarbeiter, da gibt es eine Wertschöpfungskette, die dann gegeben ist. Da wird in der Region einkauft, da wird in der Region Mitarbeiter, aus der Region Mitarbeiterbeschäftigung, da gibt es auch Kommunalsteuer. Da wird es das nicht geben. Davon gehen wir aus. Die Leute, die da herkommen, die haben meistens alles mit. Das sagen wir ja ständig. Wir haben einen riesen Müllhaufen und die bringen alles mit und kaum wird da bei uns einkauft. Dieses Projekt wurde vor seiner Zeit genehmigt. Er hätte so etwas nicht zugelassen, sagt Ernst Fischbacher, weil es ganz klar Immobilienspekulation ist. Fast wöchentlich kriege ich Besuch von Investoren, von welchen, die der Gemeinde helfen wollen. Touristisch helfen wollen, mit Geld helfen wollen, mit neuen Ideen und sehr kreativen Ideen helfen wollen. Und was sagen Sie denen? Meine erste Frage dazu ist immer die, hilft es der Ramsau? Weil um nichts anderes geht es. Außerdem reden wir ja sowieso auch von einem Luxusthema. Es ist ja gerade nicht so, dass die Ramsau prädestiniert oder Gelegenheit gäbe, alles zuzubauen. Aber natürlich gibt es Spekulationsflächen und die sind besonders wertvoll und um die geht es natürlich. Der Pastoren Ende Oktober. Die Lärmschutzwand ist fast fertig. Die Bauarbeiten fürs Luxus-Alpindorf stehen seit dem ersten Lockdown im März. Mit der Eröffnung nächstes Jahr wird es wohl nichts. Winfried Herbst vom Naturschutzbund zieht Resümee. Ich würde mal sagen, dass ich zuallererst zur dringlichen Überzeugung gekommen bin, dass die Raumordnungskompetenzen in der Hand von Bürgermeistern, und zwar österreichweit, eigentlich nicht in der richtigen Hand sind. Es gehört unbedingt auf eine höhere Ebene verlegt, weil die weitreichenden Entscheidungen, die hier getroffen werden, zum Wohl und zum Weh der Landschaft, in unserem Fall wirklich zum Weh der Landschaft, die sind nicht mehr tolerabel. Für Winfried Herbst ist es unverständlich, welche Projekte am Pastoren von den Bürgermeistern und den Gemeinderäten abgesegnet wurden. Beim neuen Chaletdorf stehen die ersten Häuser. 10 weitere werden an diesem Steilhang noch errichtet. Herr Herbst, was sagen Sie zu dem hier, zu dem Projekt?
Also ich finde das wirklich als einen brutalen Ausverkauf der Heimat. Wir haben da drüben den Nationalpark Hohe Tauern und der wird vermarktet wirklich bis zum Letzten. Und man scheut sich nicht davor, bislang unbesiedelte Gebiete oder dünn besiedelte Gebiete durch einzelne Bauernhöfe wirklich zu einem quasi Dauersiedlungsraum zu machen und das Landschaftsbild damit wirklich desaströs zu verändern. Abgesehen davon, dass es natürlich hier in einer ausgesprochen steilen Hanglage stattfindet. Aber das ist eben eine Behörde, die wegschaut, eine Behörde, die nicht die Übersicht hat und eine Politik, die wirklich aufgrund der Machterhaltung an der Verteilung der Kompetenzen in der Raumordnung festhält. Haus im Ennstal im September. Die Chaletsiedlung ist gewachsen, die meisten Häuser verkauft. Bei den Gemeinderatswahlen im Juni wurden die Bürgermeister von Schladming und Haus abgewählt. Gewonnen haben mit großer Mehrheit die unabhängigen Bürgerlisten. Ihr Kampf gegen die Luxuschalets hat die Wahl entschieden. Wir treffen die Wahlsieger Bürgermeister Stefan Knapp von Haus und Ernst Fischbacher von der Ramsau. Die beiden haben jetzt eine zweijährige Bausperre für ihre Gemeinden verhängt. Können Sie ein bisschen erklären, warum kam es hier zu so einer Trendwende? Was war denn da ausschlaggebend, glauben Sie? Ich bin jetzt 10 Jahre in der Politik und bin noch einmal angetreten mit einem Vorhaben, die Jugend und die Familiengründer zu retten, dass sie nicht wegziehen müssen. Das war unser Konzept und überraschend hat fast jeder zweite Hauser über dieses normale einheimische Programm uns das Vertrauen geschenkt. Herr Fischbacher, Sie sind jetzt das zweite Mal gewählt worden. Sie haben ja ein bisschen Angst gehabt, dass dem nicht so ist, weil Sie ja doch sehr gegen den Strom geschwommen sind. Aber irgendwie dürfte das ein Erfolgskonzept sein, oder? Ja, gut. Für uns war es möglich, völlig politfrei, völlig ohne Einflüsse etwas durchzubringen. Und das ist ja gerade so, wenn ich nicht mehr gewählt worden wäre, genau wegen diesen Maßnahmen, ja, dann was war passiert? Gar nichts. Natürlich, die Politik tut sich da extrem schwer. Da gibt es immer Verbindungen, da gibt es ein Netzwerk. Das wird dann auch genutzt und deswegen kommen verschiedene Themen halt ganz, ganz schwer am Tisch und werden halt gleich wieder eher klein gehalten, damit die halt nicht auftauchen, weil es ein Netzwerk ist, weil es natürlich um Geld geht und weil es halt auch vielleicht auch ab und zu unpopuläre Themen sind. Die Karawane der Immobilienspekulanten ist ein paar Kilometer weiter nach Tauplitz gezogen. Die erste Wahl beim zweiten Wohnsitz wird hier beworben. Auf dieser Kuhweide soll übrigens das gleiche Chaletdorf wie in Haus entstehen. Demnächst soll darüber im Gemeinderat abgestimmt werden.